Für mich ist es also ein Preis, ein sogenannter erster Preis, eine Volksschauspielerin, eine gute zu sein. Es gibt viele, die das von sich weisen, die absolut nicht Volksschauspielerin sein wollen. Und ich finde, die größte Ausdruckskraft hat man, wenn man eben eine Volksschauspielerin ist. Hören Sie sich das an? Also ist das nicht unerhört, sowas? Wo das hier so hellhörig ist im Haus, nicht? Also ich hab neulich mal gelesen, das ist viel zu langsam, nicht? Ich hab mal gelesen, dass da einer verknackt worden ist, weil er das Radio zu laut angestellt hat. Was macht Sie zur Volksschauspielerin? Weshalb sind Sie diesen Leuten so unglaublich nah? Weil ich vielleicht das verkörper, was sie selbst in sich fühlen. Dass sie fühlen, so sind wir eigentlich, einfach und schlicht. Und diese Hemmung haben wir und diese Ängste haben wir genau wie die auf der Bühne. Ja, sollst das mal besser haben als ich. Gemütlich und warm. Naja, nicht bloß in der Stube. Nee, auch hier in der Seele, das ist die Hauptsache. Wenn da nicht frierst, dann frierst du auch nicht an die Füße. Der Humor, der ist wichtig auch, dass man ihn rüberbringt zum Publikum. Denn die haben oft so viel Sorgen und Nöte und so weiter unterwegs, dass sie gern mal lachen, also herzhaft lachen. Und dafür sind wir da. Also war ich mit da. Lampenfieber hat sie immer noch. Heidi Kabel wartet auf ihren Auftritt. Mehr als 60 Jahre lang spielte sie überzeugend direkt die Nachbarin in Rheinkultur. Mal lebensklug, mal zickig, meist quasselt sie quietschfidel dem Happy End entgegen. Vom Publikum umjubelt, mit Preisen überhäuft. Heidi Kabel genießt ihre Beliebtheit. Doch vor jedem Auftritt steht die Anspannung. Was denken Sie eigentlich immer so vom Auftritt? Dann denke ich immer den Text noch mal nach. Und manche Textstellen fallen mir denn nicht ein. Und denke ich, um Gottes Willen, wie wird das draußen? Aber merkwürdigerweise klappt es draußen dann doch immer. Aber vorher sitzt man dann und zittert etwas. Glauben Sie, dass Sie das für Ihr Leben brauchen? Ja, das brauche ich. Das brauche ich sehr. Große Theaterrollen will sie nicht mehr spielen. Mit Geschichten und Evergreens aus ihrer Heimatstadt Hamburg begeistert sie heute ihr Publikum auf Wohltätigkeitsveranstaltungen und bunten Abenden. Dankeschön, Dankeschön. So, Musik, oder? Das ist schön. Ihnen viel geholfen worden im Leben? Nein. Nein, nicht. Ist das so ein Gegenstück? Ich habe aber vom lieben Gott ja so viel Geschenke gekriegt, dass ich gar keine Hilfe brauchte von anderen Leuten. Nicht? Ich konnte spielen, ich kann jetzt noch reden, ich kann noch singen auf der Bühne. Wer kann denn das mit 85 noch? Nicht? Das ist ein Geschenk. Mit 24 Jahren hat es Heidi Kabel schon weit gebracht. Sie steht in ihrem ersten Kinofilm für die UFA vor der Kamera. Ich hole jetzt deinen Seesack. Ja. Hast du ein bisschen Angst um uns gehabt? Ja. Bisschen, aber nur wegen der Hochzeit. Vater und Mutter hatten doch alles fertig. Ja, Inge,
Ein Segelschiff ist keine Eisenbahn. Na, dann will ich mal erstmal Erna guten Tag sagen und ein bisschen mithelfen, nicht? In dem Schifferdrama Ein Mädchen geht an Land spielt sie an der Seite von Elisabeth Flickenschild. Starke Frauen und schwache Männer. Ein untypischer Film für diese Zeit. Das Rollenbild der Nazis wird hier auf den Kopf gestellt. Hast du schon gepackt? Na, so eilig wird es wohl nicht sein. Erst muss doch mein Verlobter kommen. Ich kann schon mal die Kartoffeln pellen. Dann mache ich mir ja noch die Finger schmutzig an meinem Polterabend. Da wirst du dich als Schifferfrau wo angewöhnen müssen. Ich zieh mir meinen Mann, wie ich ihn haben will. Oh ja, das geht wohl an Land. Aber bei der Schifffahrt kommt immer erst der Kahn. Bisschen komisch. Mit den Flitterwochen auf so einem Schiff, nicht? Naja, du schläfst hier und Vater schläft da und Christian und Otto, die schlafen am Porsche. Otto schläft. Ja, und ich. Tja, komm, hier hast du eine Schüssel und da ist eine Schürze und hier hast du auch ein Messer. Du mach mal nicht so dicke Scheiben, das macht mein Verlobter. Ja, ob dick oder dünn, darf ein Bräutigam gar nicht merken. Am 27. August 1914 kommt Heidi Bertha Auguste Kabel in Hamburg zur Welt. Konzertpianistin soll sie werden, erreichen, was ihre Mutter nicht geschafft hat. Bis zu 8 Stunden übt sie täglich, doch sie muss sich eingestehen, dass ihr das Talent zur erstklassigen Pianistin fehlt. Die Erziehung im Haus des Druckereibesitzers Ernst Kabel und seiner Frau Agnes ist streng. Für Gefühle bleibt wenig Raum. Ich musste mich immer sehr zusammennehmen. Ich durfte nicht, es gibt ja Kinder, die heulen bei allen Gelegenheiten los. Und ich bin nur mit Jungs groß geworden. Also das war schon richtig happig manchmal. Und ich durfte aber nicht weinen. Ich hätte ja nicht mitmachen müssen. Ne? Und es ist für später ein gutes Korsett, dass man sich sehr zusammennehmen kann und kein Mensch merkt, wie einem eigentlich wirklich zumute ist. Das ist gut, aber für Kinder ist es ziemlich hart. Meine Großmutter war wohl furchtbar streng mit ihr. Und sie durfte ja überhaupt keine Gefühle zeigen. Sie musste dann immer, wenn sie traurig war und weinte, hinter die Gardine gehen. Und es durfte keiner sehen. Dass sie, und sie durfte nicht lachen. Also das stelle ich mir schrecklich vor. Es ist wohl so gewesen, dass sehr bildend war, dass sie zu Hause nicht weinen durfte. Sie durfte also keine Gefühle zeigen und das hat sie eigentlich ein Leben lang nicht gemacht, bis zu ihrem 75. Geburtstag, bis zu ihrem 80. Geburtstag. Da hatten wir für sie auf der Bühne ein Lied gesungen, das mein Schwager getextet hatte und mein Bruder komponiert. Und wir fingen also alle an zu singen. Und plötzlich dreht sie sich um und fängt an zu weinen. Und da konnte ich auch nicht mehr. Sentimentalität hat sich Heidi Kabel in der Öffentlichkeit nie erlaubt. Einfach geradeaus weiter. Signierstunde in einer Buchhandlung. Wenn Heidi Kabel kommt, sind die Fans zur Stelle. Endlich geglückt. Sind der Weihnachtsmann Sie? Ja, das ist ganz lieb. Autogramme wie am Fließband. Ja, wissen Sie, mir ist es mal passiert. Es war scheinbar ein paar Leute aus dem Schwabenland. Da setzt sich einer im 36er Bus neben mich und hatte wohl einiges getrunken und sagt immer, Heidi, Heidi. Ich sag, doch gar nicht, Heidi, was wollen Sie eigentlich? Das sind doch Heidi Kabel, ich war so überrascht. Ich glaube es nicht hin. Ja, na, Herr Franz. Mit Heidi aufs Foto, das ist für manche Kult. Bei anderen ist die Bewunderung schon aufrichtiger. Mit Originalunterschrift wird der Ohnsorg-Bildband zum Sammlerstück. Ohnsorg-Theater, das ist Heidi Kabel. Haben Sie schon gehört? Gallis hier unten haben ja nur Abendfernseher. So? Ja, ich glaube das wenigstens. Sie kriegen nämlich jeden Abend Besuch. Ich möchte bloß mal wissen, wie die das machen. Ich meine, so viel verdient er ja auch nicht an der Straßenbahn, ne? Das muss er sich doch schon vom Essen absparen. Das kann ich mir das gar nicht denken. Das geht Ihnen nichts an. Ich kümmere mich nicht um andere Leute. Nee, tue ich ja auch nicht. Aber wundern muss ich mich ja doch. Na, er soll das ja mit den Fahrscheinen nicht so genau nehmen. Da. Heidi Kabel hat ja 66 Jahre hier auf der Bühne gestanden.
Das muss man sich mal vorstellen, 66 Jahre. Hat ja als ganz junge Frau hier angefangen. Und das beides ist so miteinander verwachsen, auch wenn sie heute eben nicht mehr live in einem Stück auf der Bühne steht, ist das eine oder das andere, ohne das eine oder andere nicht zu denken. Blond.